Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Voxel Tycoon. Jo, wir haben letztes Mal aufgehört mit ein bisschen Geldmangel. Und jo, jetzt müssen wir natürlich da beim Holz ein bisschen spurten. Das darf nicht weggehen. Das kostet aber noch ein bisschen mehr. Genau, weil ich sehe das. So ein rotes Ausrufezeichen. Es bekommt eben Holz, aber noch nicht genügend scheinbar. Und ich muss kurz hier mal schauen, was da nicht gut ist. Es hat irgendwie die Route nicht mehr. Einfach wieder bearbeiten. So. Und da ist irgendwas. Blau noch. Okay, weiß es nicht. Schauen wir mal, ob es weitergeht. Ja, okay. Es wurde irgendwie das rausgeschmissen. Das Depot wurde ja nicht verlegt, oder? Ja. Also, Holz. Gut. Okay, die erste Lieferung Holz. Jetzt klappt's. Prima und die Stadt ist auch gerade wieder ein bisschen gewachsen. Wunderbar. Jo. Jetzt müssen wir einfach Geld verdienen. Ich denke, ich mache noch einen Verbindungsbus. Aber zuerst noch mal das Holz. Ich habe noch ein bisschen mehr Holz hier. Sollte eigentlich gehen, bevor es ja, fertig wieder aufgelöst wird, oder? Sich retten kann. Ja, Neckpapier. Okay. Das sind 58 verdient. Das geht ja relativ schnell. So. Aber die Kosten sind halt manchmal am Anfang einfach noch ein bisschen hoch. So, schauen wir mal, wo der andere ist. Okay. Kurz schauen. Ich hab doch den in der richtigen getan, oder? Fragt sich, wo die sind. Da ist einer. Und der andere. Da klappt noch etwas nicht so. Fahrzeuge nehmen, wo bist du? Bist du? Hä? Was machst du dort? Der ist um. Der ist hier gekehrt. Okay, der ist umgedreht irgendwie. Schauen wir mal, wohin der geht. Jetzt geht er dorthin, okay. Nein? Das ist doch Holz. Das ist Neukirchenholz. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das muss doch Neukircheneisen sein. Und ist Neukirchenholz geworden. Und hier? Ah, ist einfach noch eine Route, das haben wir letztes Mal nicht mehr geschafft, Holz zu basen. So, dann ist die Route hier falsch. Benannt worden oder nochmals benannt worden. Eisen. So. So. Einfach abkürzen. Neu. Die erste Silbe. So. Das reicht meistens. Ich glaube nicht, dass es ein zweites Dorf damit neu gibt. Und sonst können wir da schauen, was wir machen. So, eben. Ich muss das natürlich noch rüber tun jetzt. Hast du gerade abgeliefert? Nein, nicht der. Drei war es auch nicht. Vier. Bitte abliefern. Ich brauche dich dringend. Da müssen wir leider immer auf Details schauen. Das ist ein bisschen umständlich. Hier wechseln unbedingt. Oh.
ist ein falsches Waggon. Das heißt, wieder auf Eisen gehen und schauen. Ich habe doch einen grünen gehabt. Hier ist er. Hier. Eisen zu neu, muss zu Holz zu Basel. Hier ist er. Ich habe irgendwie etwas da unten in der Liste falsch gesehen. Hier ist die Liste. Ich habe doch den angeklickt. Glaube ich, da einen angeklickt habe. Man sieht es nicht so genau, man sieht es nur an der Farbe. Jo, das ist normal, liebes Spiel. Das musst du uns nicht erklären. Das ist normal, wenn man halt einen kleinen Fehler macht. So, wir liefern mehr. Wir kaufen jetzt nochmals einen Waggon. Und dann klappt das auch gut. Es ist ein bisschen unübersichtlich. Also in Transport Fever 2 da geht es für mich einfach besser. Weil ich einfach mehr Übersicht habe. So. Aber dieses Spiel. Okay, deutsche Stadt akzeptiert kein Eisen mehr, Herz mehr, das ist auch weit. Ich denke, Kohle könnten wir noch liefern, ist aber sehr teuer, da muss ich einen Weg so weit runter schauen, machen. Da habe ich den. Da unten. Nachschauen. Mein Verbindungsbus als nächstes. Okay, Eisenerz wird erweitert. Das ist immer gut, weil ja, dann kann man immer noch mehr Gons machen. Lastwagen. So. Ja, das geht gut. Hat ja auch immer noch genügend hier drin, ja. Und wenn da 0 ist, dann macht er einfach ein zweites Eisenerz. Ja, das weiß ich. Also ich will so schöne Tipps jetzt kommen. Vielleicht eine neue Patch erschienen. Das ist einfach Standard am Anfang. Stadt, die wächst richtig in die Mitte. Hier ist nichts mehr, also dude Stadt. Werte. Jetzt konzentrieren wir uns kurz ein bisschen auf den Busverkehr. Weil die Städte wachsen ja bis zu dem, wo sie dann keine Rohstoffe mehr bekommen. Und kein Holz mehr, dude Stadt. Das ist nicht so schlimm. Die kommen wieder und eventuell kommt dann ein bestes Material. Das sieht nur so hochpetrolig aus. Ist es aber nicht. Okay, so langsam können wir einen Bus machen. Bus. Jo. Dann Personenweg. Basel. Und da haben wir noch verbunden. Das werden wir dann entdröseln bald. Jetzt bin das noch nichts. Einfach, dass wir die Verbindungen immer haben und dann im Ortsbus. Genau. Dann können wir das eigentlich schon fast machen. So, als nächstes möchte ich eigentlich mal vielleicht einen Zugverkehr machen. Wird aber teuer, also wird ein bisschen schwer sein. Ja, ich verdiene schon, aber es geht einige Zeit. Also Kohle muss auf jeden Fall in die Mitte kommen. Davon. Ich bin gehört. Vielleicht so machen.
eins mehr, damit da vier noch passen. Ja. Kohle ist halt auch recht wichtig. Das sind auch diese Grund, diese drei Holz, Eisen und Kohle. Und die kommen halt überall in den Städten immer zuerst. Und wenn du eine Stadt erschließt, dann habt ihr zum Beispiel Kohle. Das mache ich dann meinen Weg hin. Müsste auch Teile mitnehmen. Was ist eigentlich mit dem Holz? Orange. Hm. Das heißt noch schlecht. Das ist ein bisschen zu teuer. Okay, Holzblätter für Basel. Das geht natürlich noch nicht ohne Forschung. Das müssen wir dann machen. Dude Stadt. Das wurde ja doch gleich entfernt und dann jetzt schon wieder gekommen. Oder war das wert? Ja, ist da auch ein bisschen zu weit weg. Hm. Werte akzeptiert auch Holz. Das würde ja noch gehen. Das wäre ich direkt hier. Verbinden. Oh. Nach den Nervenproblemen kommt jetzt das Asthma. Und das ist ein bisschen die Müdigkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich so krank sein kann. So, jetzt kommt ja das Güterterminal. Was recht teuer ist. Okay, jetzt sind wir im Minus kurz. Leute, Geld verdienen. Liebe Arbeiter. Frank ist verschwenderisch. Kommt mal auf die. Rückt mal auf die Haube. Los, los. Jo. Schade, dass es nicht mehr Geschwindigkeit gibt in den Spielen. Solche Spiele sollten mehr Geschwindigkeit haben. Im vierten oder fünften sogar. Das gab es, glaube ich, sonst. Oh, weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Es gab es in einem Spiel. Und ja, da wurde halt noch alles in 2D berechnet. Klar. Ja, Basel akzeptiert mehr Holz. Sehr gut. Schön, dass es halt so schnell, also es geht nicht schnell, aber wenn die gut beliefert und es gut ist, dann ja, akzeptieren sie auch mehr Rohstoffe. Wieso kannst du hier nicht bauen? Das ist alles zu weit unten. Okay, dann machen wir eine neue Linie. Wir sind kurz noch warten. Das ist gut. Also ihr solltet bei gut sein, weil dann bekommt ihr Plus. Wenn ihr bei perfekt oder weiß nicht, was es genau ist, ausgezeichnet seid, dann bekommt ihr Minus. Deshalb ungefähr schauen, dass ihr bei gut seid. Ja. Dauert noch ein bisschen. Also der Preis ist jetzt, glaube ich, von 24 auf 28, 900 gestiegen. Da ihr immer mehr kauft, sie wahrscheinlich irgendwie Probleme haben beim Produzieren von diesen Fahrzeugen, beim Erschaffen dran. Gibt es halt immer einen Aufpreis und deshalb tue ich ja immer gut forschen, die Fahrzeuge zuerst. Jo. Und eben diese Profi, also diese nachfolgende Rohstoffe, die müsst ihr nicht so schnell machen. Also ihr wollt eine Stadt haben, die extremst irgendwie groß werden muss oder so. Dann würde ich vielleicht schon drauf schauen, aber sonst irgendwie nicht so. Das hat einfach auch nicht so geht. Ihr müsst so viel forschen, oder? Es geht sehr lange. So. Speichern als Holz zu. Wert.
Sehr gut. Dann haben wir gleich nochmal was. Hier geht ja gut, hier ein bisschen rumzuschauen. Neukirchen mit Kohle, ja, das geht immer noch nicht so gut. Das könnte ich rausnehmen. Ja, die Bosse müssten eigentlich auch sehr effektiv jetzt sein, aber es geht halt hoch mit den Haltestellen. Ich habe noch keinen Postlaster, also dann machen wir noch Post. Einfach einen. Und da kann man einfach die Personen hinmachen scheinbar. Der Preis schon. Ja, der Post dabei. Sehr gut. 48 Leistungen. 65. Gut, der nimmt 5 mit. Sehr schön. Ja, Post nützt natürlich auch noch was extra. Ob es jetzt ausmacht, ob wir 10 Personen oder 5 Personen 5 Post liefern. Weiß ich nicht, aber ich glaube, Post ist auch ein bisschen teurer oder ein bisschen mehr Einnahmen. Ja, gibt scheinbar fast doppelt so gute Einnahmen. Ist aber ein bisschen langsam mit der Produktion. Ich denke, sonst hat es keinen Unterschied. Es macht einfach keinen Unterschied und ja, ist halt einfach optisch anders. Ein bisschen noch. So, jo, die klappt, dann machen wir nochmal Holz. Schon das Richtige auswählen. Bewährt wieder. Geld verdienen geht jetzt schon mal gut, das heißt eventuell mal die Ding machen. Genau, wir müssen jetzt die Holz... Die Kohle machen und dort ungefähr in der Nähe, warte kurz, Eisen bauen wir aber zuerst, das heißt, wir machen, haben wir irgendwie gesagt, dass wir es hier drüben machen, das Forschungslabor, nein, wir haben einfach gesagt, wir machen das Ding Hauptquartier dort. Dann machen wir das so. Machen das schön irgendwie ungefähr hier hin. Machen wir doch das so. Und machen das Labor, denke ich, schon hier. Also, Labor. Ist ein bisschen zu teuer noch. Warten wir noch ein bisschen. Wie ist das mit dem Holz? Das ist jetzt nicht so gut mehr. Das ist noch schlecht. Wir müssen unbedingt noch das Holz liefern. Das ist unsere Holzlieferung. Das Bad, ja. Okay. Werte akzeptiert jetzt weniger Holz. Okay, das ist nicht so gut. Müssen wir das zuerst machen, dass es wieder mehr liefert. Und ja, dadurch, dass die hier mehr verlangen, ist es wieder schlecht geworden. Ja, schlecht. So, dann müssen wir hier auch noch einen reintun. Und ja, so langsam werden die Fahrzeuge da wieder teuer. Müssen wir halt ein bisschen sparen auf den nächsten Part zum Beispiel. Jetzt müssen wir eben noch 2 Fahrzeuge ungefähr kaufen. Eins für Wert und eins für Basel. Und danach, ja. Das wird geschlossen jetzt dann. Die Kohle hier. Und die haben wir auch nach oben gebaut, weil ich dachte, das wäre noch unser Gebiet. Genau. Aber ist auch gut. Einfach auch schauen, dass die Fahrzeuge nicht so mega lange zum Kehren brauchen. So kleine haben wir da schon mal irgendwo gemacht. Nein,
Ich mache jetzt einfach mal zum Beispiel hier so eine Wendeschlaufe. Einfach so kurz bis rein. Dann können Sie hier wenden, sonst macht ihr es einfach an, dass ihr an Kreuzungen nachwenden könnt. Jo. Dann mache ich das zum Beispiel hier. Also hier verbinden. Sicher nicht. Das geht hier nicht. Okay. Das ist komisch. Lustig aus. So, also, gut, jetzt hat sich der Schleim ein bisschen verändert. Ja, Asthma, also Schleim in den Bronchien. Und manchmal, vor allem vom Bett her und so, habt ihr dann einfach ein bisschen Schleim am Morgen. Ich bin jetzt schon einige Zeit wach, so also, eine Stunde ungefähr. Und ich habe einfach gegessen und ein bisschen geredet, ein bisschen für mich geredet, damit er einfach auch das löst, aber es hat sich einfach nicht gelöst so schnell heute. Ja, weil ich einfach nicht so gesund bin. So, noch einen. Für den. Wert. So. Da haben wir jetzt doch immer noch genügend. Okay, sehr gut. Aber so eine Fabrik, also so eine Herstellung, Sägewerk einfach, hat eine Limit, oder wie es produziert. Und wenn das runtergeht oder ganz unten ist, macht ihr einfach noch ein zweites. Ist halt ein bisschen teurer. Aber ja. Jetzt sparen wir noch auf das Labor. Für alle, die es nicht so interessiert, dass ich ein bisschen umschaue, dass ich das Labor baue, dann kann ich mal weggehen. Danke fürs Zusehen. Für alle anderen dürft gerne noch dabei sein. Man sieht einfach auch kleine YouTuber. Die Leute haben einfach nicht so viel Zeit zum Videoschauen. Aber ich denke, es liegt ein anderer Grund dran. Und ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber in letzter Zeit habe ich wieder gemerkt, YouTube lohnt sich noch, Twitch lohnt sich nicht immer so. Ich finde, irgendwann werden die Leute auch ein bisschen aufhören, Livestreams zu schauen, weil es vielleicht auch ein bisschen zu zeitintensiv ist oder zu wenig passiert manchmal. Ich schaue immer, dass meine Livestreams voll sind. Mir ist es egal, ob ich dann mega K.O. bin am Ende des Livestreams oder völlig übereifrig. Ich spiele so, wie ich immer spiele und am liebsten spiele für andere Leute, dass es so spannend wie möglich ist, dass ich ein bisschen Rundspiel reintue, ein bisschen lustige Dinge, ein bisschen Freunde, dürft ihr gerne auch mitmachen und so, gell? Einfach mal melden, ihr würdet gerne mal dabei sein, ein bisschen mitreden oder so. Können auch Singleplayer-Spiele sein, wie die hier Voxel Tycoon. Und ich kann das arrangieren, ich bin ja ein netter Kerl und macht ja das Bestmöglichste für euch. Genau. Ja. Und ich mag solche Spiele. Es ist ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, auch vielleicht für meine ja, Multitasking-Fähigkeiten und so. Aber das trainiert mich. Was ihr nicht so gut könnt, macht es mehr. Das ist einfach euch auch ein bisschen gut trainiert. Und dann seid ihr auch wieder ein bisschen besser bei so Sachen. Basel akzeptiert wieder mehr Holz, aber Basel ist gemischt, ja. So eine gemischte Stadt, so mega beliefen am Anfang, so nicht so gut. So, ich dachte, es wären 70.000 gewesen, es sind 95.000. So können wir das jetzt dann machen. Mal schauen, wo der Eingang ist. Hier ist er. Ja, okay, das geht nicht so gut. Lieber rechts. Okay.
Okay, Nagelhans. Müssen wir das nächste Mal machen. Verdienen wahrscheinlich nicht mehr so viel. Also ein großes und ein kleines. Ja, ein großes Lagerhaus ist 75, glaube ich, und ein kleines ist 25, kann das sein? Oder 30 ungefähr. Steht halt nicht. Ist einfach so ein Zwischenspeicher, ich will nicht viel drin haben. Ich will so ein Zwischenspeicher und ich muss die meisten Rohstoffe dann wieder löschen. Oder nochmals ein Lagerhaus bauen, aber das ist halt zu teuer. Da wäre einfach das Beste, wenn wir da. Ja. So, das geht ja. Und als nächstes machen wir natürlich dann. Okay, Neukirchen hat die Stadt. Die Stadt ist Stadt erreicht. Hier eben auch noch zu wenig. Hier haben wir genug. Das ist prima dort. Dann würde ich mal vorschlagen, wir holen noch dieses. Ja, bin ich ja nicht. Weg mit der Kohle. Bei Pulvern. Ja, das ist schon cool, wenn wir das nehmen könnten. Ja, müssen wir einfach so. Das ist einfach das Optimale. Es gibt Kupfer. Sand und Stein habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen in den Städten. Ich habe ja noch nicht so viel gespielt. Aber, ja, Kupfer. Und im Livestream hatten wir, glaube ich, nur so Eisen, Barren und die zwei Holzarten, Holzblätter und Holzdielen, glaube ich. Und Stein, glaube ich, auch kurz so, aber wir konnten das noch nicht machen. Also Stein noch nicht. Deshalb Kupfer dann noch holen. So, gut. Dann war's. Jo. Das mit dem Part. Der nächste Part kommt dann vielleicht dann gleich danach, einen Tag oder so. Muss mal schauen, ob ich jetzt ins Krankenhaus noch muss. Oder in eine Klinik. Holz zu bauen. So, um mich einfach wieder genug zu erholen. Weil die Krankheit im ECFS. Die tut immer wieder machen, dass deine Nerven immer mehr angestrengt sind und ermüdet oder vom Ermüden angestrengt werden und dann müsst ihr einfach euch ein bisschen erholen zwischendurch. Und ja, da gibt es wahrscheinlich kleine Pause. Aber ja, ich muss ja auch mal Ferien. Ich mache sonst keine Ferien. Genau. Jo, Dankeschön fürs Zusehen und ja, viel Spaß auch beim Spielen. Das Spiel kostet ja nur 27 Euro. Und ist so umfangreich und toll. Sie können so unglaublich weit weggehen. Ich würde das mal ausprobieren. Es gibt irgendwie etwas, wo man rauszoomen kann noch. Aber das wurde wahrscheinlich mit einem Mod oder so gemacht, dass man unendlich zoomen kann. Man sah so ein bisschen die Maps, also irgendwie so klein vom Bildschirm. War eine von diesen Gebieten. Gut. Also, jo, da haben wir wieder ein bisschen verdient. Was brauchen wir dann für die Hangar? Also für einen Hangar, genau. Okay, dann kann ich gleich noch kurz machen. Dann haben wir hier so ein Güterterminal, genau. Nicht den Hangar. So. Gut. Also, dann speichern wir. Und dann holen wir das Eisenerz her. Ja, ich bin gleich so. So, let's play. Was habe ich da noch drin? 1.2 einfach. Ja, genau, die Folge ist einfach noch dazu. Let's play. 1 von 3. Da unten habe ich übrigens noch ein Komma und einen Punkt gemacht. Folge 2. Komma und dann einen Punkt gemacht, weil ich vielleicht beide Tasten auf einmal gedrückt habe.
Okay, ist nicht so schlimm, sieht man einfach ein bisschen. So, ja, Werte wird wahrscheinlich auch bald wachsen, aber wir machen hier einen Personenverkehr zwischen drei Städten. Ja, hier nicht unbedingt. Oder wir gehen hier einfach wieder zurück. Genau, wir machen so eine U-Form hier. Jo, wird vielleicht nicht so schön aussehen, aber praktikabel sein. Gut, dann bis nächstes Mal. Jo, ciao. Oder heute im Livestream, genau. Nachher Last Epoch und später dann Minecraft und Champions of Ringo. Tschüss.